Das ist alles. Hallo Leute und willkommen hier bei Mi Apple Cat. Ja, das hier ist tatsächlich alles, was Apple mitliefert, wenn man sich hier eine neue Apple Watch kauft. Das ist der Ladepuck, quasi das Ladegerät für die Apple Watch. Und da gibt es keinen Ständer dafür, keine Halterung, kein gar nichts, nur dieses Dingelchen hier. Aber dafür gibt es ja die ganzen Trittanbieter und massig Ladestationen, wo man dann hier diesen Ladepuck reinpacken kann, damit das Ganze dann ordentlich irgendwo steht oder lustig aussieht oder praktischer ist. Auf jeden Fall schauen wir uns heute mal zwei von diesen Lösungen an, und zwar kommen die von der Firma Elago, einmal den W2 Stand und den W6 Stand, und der hier, der ist schon mal interessanter, deswegen kommt er erst zum Schluss dran. Und wir schauen uns erstmal hier den W2 Stand an. Ihr seht schon, da kommt der Ladepuck einfach rein. Ich denke, das ist ein Silikonteilchen, und dann kann man die Uhr da schön drauflegen. Also nicht lang schnacken, wir packen aus und schauen uns das Ding mal an und ja, ob das was taugt. Also Packungsinhalt, der ist schon mal sehr überschaubar. Hier haben wir noch mal alles eingepackt. Und da ist es, ein kleines schwarzes Silikon-Iglu. Also hier vorne haben wir noch mal stehen, W2 Stand, da oben noch mal Charger, und da unten ist es hohl, und da müsste dann ja hier irgendwie mal das Ladekabel reinkommen oder der Ladepuck, und jetzt habe ich den natürlich hinten schon eingesteckt. Ah. So, denn das muss dann so mit dem USB-Anschluss einmal hier durch und dann einfädeln. So, da hätten wir es. Und fast hier unten noch das Kabel einmal einklippen, damit er auch ordentlich steht. Und wir sehen direkt schon, was mir nicht gefällt. Ah, dunkles Silikon. Hier ist nur das Kabel ein bisschen entlang geschrappt und schon ist das hier schmutzig. Man kann es natürlich wieder sauber machen, aber das ist schon sehr, sehr schmutz- und staubanfällig. Ansonsten ja eine simple Lösung. Käbelchen einstecken, hinstellen, und dann lege ich doch mal direkt die Apple Watch auf. Und dann kann man sie so hinstellen. Sie beginnt natürlich auch zu laden. Und man hat, naja, ich würde mal sagen, eine nette Funktion. Kann es irgendwo so auf den Nachttisch stellen oder sowas. Und dann fliegt zumindest hier der Ladepuck nicht mehr kreuz und quer durch die Gegend rum. Aber mal ganz ehrlich, das hier ist mir zu langweilig. Das ist so relativ schlicht und uninteressant. Wer es unaufgeregt haben will, für den ist das was. Aber wir schauen uns jetzt hier den W6 Stand an. Denn der ist schon mal eine ganz andere Sache. Denn der sieht aus wie ein alter iPod, und da wird die Apple Watch dann so richtig reingesteckt. Das finde ich echt nett. Ich mag ja solche Geschichten, genauso wie bei den Cases für die AirPods, wenn die so ein bisschen interessanter aussehen wie so ein Macintosh, oder auch hier, da gibt es ja auch ein Case, das sieht auch aus wie ein alter iPod. Das schließt hier oder passt hier wunderbar zusammen, und ja, raus damit, ich will es jetzt sehen. So, da hätten wir es, also ebenfalls, ja, komplett, ja, Silikon alles. Dann haben wir hier unser Clickwheel, finde ich immer wieder schön. Natürlich funktioniert da nichts, aber es sieht eben so aus. Hier haben wir nochmal Elago Classic Apple Watch Stand, sechste Serie, W6 Stand. Und wir nehmen das mal raus, das ist noch ein bisschen Pappe. Also da kommt die Uhr dann rein. Hier haben wir auch nochmal den Schalter angedeutet. Auf der Rückseite steht auch nochmal W6. Da unten müssen wir das Kabel jetzt durchfitscheln, und dann stecken wir das Ganze mal zusammen. Also wieder Kabel durchfädeln. Und einmal Klick. Das Kabel ist wieder hier hinten fixiert. Das klappt wunderbar. Der Ladepuck, der ist jetzt hier schön drin. Und dann können wir das Ding hinstellen. Und ich muss mal, oh Gott, mein Kabel. Ich habe hier noch das, Moment. Ich habe hier noch das ultralange Kabel. Wisst ihr noch, was bei der Generation 1 der Apple Watch dabei war? Deswegen fädel ich mir hier voll den Wolf. Bei den neueren Generationen ist ja ein viel kürzeres Käbelchen mit dabei. So, ich stecke nochmal kurz in den Strom ein. Und fertig wäre es zum Aufladen. Also die Apple Watch dann einmal hier von der Seite reinschieben. Und dann beginnt auch das zu laden. Und mal ganz ehrlich, das ist doch eine coole Sache, oder? Das sieht echt nett aus, wenn man das so dann auf dem Nachttisch stehen hat oder sonst wo. Hat dann hier noch die Uhrenanzeige, und es sieht aus wie ein iPod. Also ich finde das echt nett. Ist natürlich eine sehr simple Lösung, aber man muss eben erstmal drauf kommen, Freunde. Und für jeden, der so ein bisschen ja, Retro-Gefühle haben möchte oder mal was Besonderes und nicht einfach so einen ganz normalen Ständer. Ich habe euch ja auch schon viele gezeigt, hier aus Aluminium, die man hinstellen kann. Funktioniert ja alles prima, ist ja immer ein sehr, sehr simples, ich sag mal, Konzept. Aber das hier finde ich einfach designmäßig klasse. Natürlich, hier vorne ist wieder schwarz, das wird dann relativ schnell staubig aussehen, aber piept drauf. Ist eine coole Sache. Also, so könnt ihr eure Apple Watch hier in einem alten iPod drin laden.
Sehr schön. Also, den W2-Stand, dem finde ich, ja, aber hier der W6, der gefällt mir echt gut. So, sagt mir doch mal, was gefällt euch denn hiervon besser? W2 oder W6 oder vielleicht ganz was anderes? Schreibt es mir gerne hier unten in die Videokommentare. Ich finde den hier cool und deswegen verlinke ich euch den auch hier unten in der Videobeschreibung, Freunde. Dort könnt ihr gerne mal schauen. Bei Amazon gibt es die Dinger zu kaufen. Kostet auch gar nicht so viel Geld. So, das wäre es gewesen von diesem kurzen Video. Ich bedanke mich fürs Zusehen, Freunde, und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal, euer Mi Apple Cat. Macht's gut. Oh, heute ist ja Heiligabend. Schnell einpacken.